Auf unseren Entdeckungstouren sind wir immer wieder auf der Suche nach vergessenen Orten, den Orten, die eine Geschichte zu erzählen haben. Und so begaben wir uns aus Sardinien auch auf Spurensuche. Um diese verlassene Militärbasis auf Sardinien ranken sich viele Mythen. Angeblich wurde von hier aus der erste Golfkrieg koordiniert und gleichzeitig konnten russische Atomraketen erfasst werden, um beim Anflug auf Amerika abgefangen zu werden. Auch Wettermanipulationen werden dieser Einrichtung zugeschrieben. Rational betrachtet haben wir es hier mit einer Troposcatter-Funkanlage der US Air Force zu tun. Diese diente als eine von vielen Funkknotenpunkten rund um die Erde. Auch wenn es die Verschwörungstheoretiker nicht wahrhaben wollen, die Erde ist eine Kugel und keine Scheibe. Und um eine Kugel kann man nicht ohne weiteres Funksignale schicken. Aus diesem Grund wurden diese Anlagen errichtet. Ganz einfach dargestellt wurden Funksignale mit den gigantischen Antennen in die Troposphäre gesendet, reflektiert und von der nächsten Funkstation aufgefangen und weitergeleitet. Das Funksignal war komplex verschlüsselt und galt als sehr sicher. Ob hier Nachrichten zum Führen von Truppen im Golfkrieg versendet wurden oder der amerikanische Präsident sich einfach eine gute Flasche sardinischen Wein geordert hat, ist bis heute unklar. Die Anlage war von 1966 bis 1993 im Einsatz des amerikanischen Militärs und wurde danach in einem strategisch ausgeklügelten Schachzug an die NATO übergeben. Die Technik war schon längst überholt und moderne Satellitenkommunikation hat die Troposcatter-Anlagen abgelöst. Und so zogen sich die Amerikaner zurück und hinterließen eine Basis voll Altlasten. Kurzfristig war hier noch das italienische Militär aktiv, musste aber auch feststellen, dass es bessere Technik gab und so wurde die Anlage einfach aufgegeben. Ein Rückbau ist einfach zu teuer und so holt sich die Natur langsam aber sicher alles zurück.
Wir wissen nicht, was für geschichtsentscheidende Nachrichten von hier aus übermittelt wurden, aber es ist ein Teil Geschichte, was uns absolut fasziniert hat. Sollte dir das Video gefallen haben, lass uns gerne ein Like da und wenn du mehr solche Videos sehen möchtest, abonnieren ist kostenlos. Macht's gut, euer Stefan von meinem Reisevlog.